haben circa 150 Winzerfamilien in der Genossenschaft. Und wir sehen uns tatsächlich auch so ein bisschen als Mehrfamilienbetrieb. Also es sind nicht nur Winzer für uns. Das sind, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist eigentlich jeder Vierte in diesen beiden Dörfern im Weinbau involviert, beziehungsweise mit der WG irgendwie liiert. Ne? Heute sind wir in Königschaffhausen. Bei mir steht die charmante Annika de Forest. Hallo Stefan. Hallo, grüß dich. Hi. Annika. Königschaffhausen ist jetzt nicht nur wegen seinen Kirschen bekannt, oder? Man sagt, richtig. Man sagt ja hier. Königschaffhausen ist das Wein- und Kirschendorf. Wir haben eine ganz große Geschichte, sowohl mit Wein als auch mit Kirschen. Eine der schönsten Lagen in Südbaden, ne? Direkt am nördlichen Kaiserstuhl, am Fuße des nördlichen Kaiserstuhls. Und die Menschen, die hier leben, die sind mit Herzblut dabei. Entweder im Obstbau mit den Kirschen oder natürlich im Weinbau. Ja, also genau. Das Gefühl habe ich auch. Wärmste Gegend Deutschlands. Ja. Und jetzt bin ich mal gespannt. Das Weingut oder die Winzergenossenschaft heißt wie, wo wir heute sind? Wir sind hier in der Winzergenossenschaft Königschaffhausen, Kichlinsbergen. Ist natürlich ein ganzer Mund voll, ne, wenn man das zum Beispiel am Telefon sagen muss oder auch irgendwie nach außen trägt. Aber man kann es sich vielleicht ein bisschen besser merken, also wenn man ich hätte damit drei so lange Worte hat. Ne? Ich hätte damit schon Probleme. Genau. Aber dann bin ich mal gespannt, was du uns heute alles Tolles zeigst mit deinem Kollegen. Sehr gerne. Dann lass uns mal losgehen. Sehr gerne. So, liebe Annika, jetzt sind wir von Königschaffhausen hier rauf auf den Berg gefahren. Genau. Ich glaube, da hinten sieht man den Ölberg. Ganz genau. Was sieht man noch hier alles? Wenn man hier runter schaut, sieht man die beiden Dörfer, die ja, mehr und mehr zusammenwachsen. Der Ölberg, das ist dieser schöne Berg. Hier sieht man noch die Kirchturmspitze von Kichlinsbergen, ne, die Kirche im Berg. Und das ist die Einzellage Teufelsburg. Teufelsburg, genau. Das heißt, die geht in die Richtung? Genau. Und wenn man jetzt hier rüber schaut, das ist die Rheinebene. Das quasi ganz da drüben am Horizont, das ist schon Frankreich. Wir sind ja ganz nah an Frankreich dran mit 4 Kilometern. So, jetzt sind ganz viele Kollegen dazugekommen. Liebe Annika, stell doch du bitte dich noch mal zuerst vor, was dein Job ist in der Winzergenossenschaft und dann die Kollegen auch und dann wollen wir den Wein verkosten. Sehr gerne. Gib dir das Mikrofon. Ich heiße Annika de Forest. Ja. Ich bin seit Anfang Januar in der WG als Expertin für Marketing eingestellt. Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, im Weinmarketing zu arbeiten. Also ich bin sehr glücklich, es macht ganz großen Spaß, ich habe ein tolles Team. Und wir kümmern uns darum, dass die WG mit ihrer Außenwirkung so ein bisschen jetzt auch in 2023 landet. Mhm. Dass wir mit den vielen Weingütern auch mithalten können, die es gibt, ne? Weil die haben natürlich nochmal eine ganz andere Möglichkeit, sich darzustellen. Genau, deshalb freuen wir uns jetzt auf das kommende Jahr und auf die vielen gemeinsamen Aktivitäten, die wir planen, zum Beispiel mit meiner Kollegin Eileen. Ja, auch hallo von meiner Seite. Ich bin Eileen Schäfer und ich bin auch seit Anfang Januar, wie Annika auch, im Betrieb, also auch noch ganz neu. Und ich bin für Events zuständig, einfach um die WG bekannter zu machen, um neues Publikum zu gewinnen. Und wir haben da spannende Events, zum Beispiel mit Goldbrenner zusammen, Wein- und Gin-Events heißt es. Das ist was Neues, was einfach so noch nicht, sonst noch nicht gibt. Mhm. Und machen auch ganz viel mit Vereinen zusammen, dass wir die Vereine unterstützen und da viele Veranstaltungen machen. Genau. Ja, danke schön. Jetzt geht es ja um den Wein und dann bitte ich den Kellermeister persönlich, dass er sich einfach auch mal vorstellt. Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Lars Müller. Ich bin Kellermeister oder einer der Kellermeister bei uns in der Winzergenossenschaft in Königschaffhausen, Kichlingsberge. Ich leite den Keller, wie man schon sieht, in Kichlingsbergen, also die zwei Kichlingsberger Lagen, wo wir uns jetzt befinden, einmal die Teufelsburg und der Ölberg im Hintergrund.
Ich darf die Weine ausbauen, also begleite das ganze Jahr über. Im Herbst die Traube annehmen, verarbeiten, der Jungwein und das Ganze bis zur Füllung. Und ja, das ist so mein Job und ich hoffe, der Wein schmeckt. Ich würde sehr gern dann mit dem ersten Wein anfangen. Ja. So, ich freue mich jetzt auf den Wein. Ich sehe hier Weißburgunder. Erzähl uns ein bisschen was darüber. Genau, also wir dürfen jetzt gleich zusammen den ersten Wein probieren. Das ist Weißburgunder Kabinett Trocken. Mhm. 2021er Jahrgang aus der Lage Teufelsburg, wo wir uns jetzt gerade befinden. Aha, das heißt, die Reben wurden hier irgendwo. Genau, also wir haben in der Einzellage Teufelsburg mehr Weißburgunder stehen als in den anderen Lagen. Das ist daher, dass die Sorte einfach sehr gut mit dem Boden hier zurechtkommt. Wir haben tiefgründige Lössböden. Die Rebe kann tief wurzeln, holt sich Nährstoffe. Und das ist einfach das, was so im Weißburgunder dann auch ein bisschen so Schmelz gibt, eine gewisse Salzigkeit. Das verträgt sich ganz gut und ich würde sagen, wir probieren den ersten Wein. So machen wir es. Jetzt riechen wir mal rein. Also erstmal in der Farbe haben wir ein ganz schönes Gelb, also so ganz leicht grün noch. Das ist einfach so typisch auch für die Weißburgunderrebe, für die Traube, also Jahrgang 2021. In der Nase auch was ganz Frisches, so Zitrone, Apfel. Ja. Einfach typisch für den Jahrgang. Sehr, sehr fruchtig. Was man sofort merkt, ist so ein bisschen so ein süßes Säurespiel. Mhm. Auch ganz typisch für den Jahrgang 21. Man war 21 geprägt von etwas mehr Niederschläge wie sonst. Einfach die Reife war dann auch später ein bisschen verzögert. Mhm. Nicht unreif, aber auch nicht überreif. Okay. Einfach ein ganz tolles Spiel. Ich denke so zu sommerlichen Salaten ein toller Essensbegleiter, oder? Genau, so zur Vorspeise oder zur Salate ist das ein optimaler Trinkwein. Bei der Gelegenheit, liebe Annika, wie viele Winzer gibt es denn, die bei euch in der Genossenschaft sind? Wir haben circa 150 Winzerfamilien in der Genossenschaft. Und wir sehen uns tatsächlich auch so ein bisschen als Mehrfamilienbetrieb. Also es sind nicht nur Winzer für uns. Das sind, wenn man mal so drüber nachdenkt, ist eigentlich jeder Vierte in diesen beiden Dörfern im Weinbau involviert, beziehungsweise mit der WG irgendwie liiert. Ne? Und das hat einfach für uns auch so ein bisschen, ja, wir haben eine Sorgfaltspflicht unseren Winzern gegenüber. Und ja, so wird das schon auch gehandhabt und gesehen. Ne? Also wir sind eine große Familie, eine große Winzerfamilie. Sehr sympathisch. So, jetzt haben wir einen Roséwein. Ich sehe hier Spätburgunder Rosé. Lieber Lars, erzähl was dazu. Genau, also jetzt darf ich euch einschenken, Kichlingsberger Ölberg, Spätburgunder Rosé. Mhm. Wir befinden uns jetzt auch wieder im Ölberg. Ganz typisch für den Ölberg, Vulkangestein. Da passt super der Spätburgunder dazu. Und so haben wir ihn jetzt auch im Glas gekeltert, direkt, also als Rosé. Ganz frischer Wein. Ich hoffe, er schmeckt euch genauso wie mir. Also ich möchte tatsächlich noch den Lars vorstellen. Der Lars ist ein sehr junger Kellermeister. Ob er einer der jüngsten in Deutschland ist, das wissen wir nicht so genau. Aber es spricht auch so ein bisschen für die Winzergenossenschaft, dass wir auch mit unseren Mitarbeitern und dass wir gerade beim Team auch so ein bisschen eine Diversität aufzeigen können. Ja? Also dass auch die Jungen ihr Können bei uns beweisen dürfen, was ja gerade in der Weinwirtschaft nicht unbedingt immer selbstverständlich ist. Ne? Das ist natürlich auch so ein bisschen eine sehr traditionsbehaftete Industrie. Und da ist es doch sehr schön, dass bei uns auch junge Talente ihr Können darbieten dürfen. Und das tut der Lars. Also wirklich in Perfektion, würde ich behaupten. Prima. Im Glas haben wir jetzt genau Spätburgunder Rosé aus den Spätburgunder Anlagen hier vom Ölberg.
Den ernten wir relativ zu Beginn der Leseperiode, einfach damit er noch ein bisschen Frische behält. Riecht man auch im Glas, also er ist ganz frisch, so Erdbeer, helle Früchte. Tatsächlich. Ja, Erdbeer. Und vor allen Dingen auch eine wunderschöne Roséfarbe. Genau, also diese helle Farbe, wir pressen ihn relativ zügig ab, also die Winzer ernten früh morgens, bringen uns die Traube kühl ins Kellerhaus, wir pressen ihn zügig ab. Und diese Extraktion, also aus der Bärenhaut, die Farbe sitzt ja beim Spätburgunder nur in der Bärenhaut, die wird dann relativ wenig extrahiert, daher auch diese helle Farbe, wie man sehen. Also frühzeitig abgepresst. Früh abgepresst, genau. Wir lassen ihn so 3-4 Stunden auf der Presse, dann zieht es ein bisschen Farbe, was man hier sieht, und dann pressen wir ihn ab. Deswegen haben wir auch diese leichte Farbe im Glas einfach und diese Frische behält er natürlich auch. Ich bin gespannt. Zum Wohl. Freut mich, wenn er schmeckt. Lars, wo würdest du das jetzt, zu welchem Essen würdest du das jetzt als Essensbegleiter den Wein ausschenken? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, auch im Sommer, ein bisschen gekühlt, zum einfach gemütlich, wenn man abends zusammensitzt, grillt, vielleicht den Sonnenuntergang genießt zusammen. Das wäre für mich eigentlich der optimale Wein. Eileen, gibt es eine Idee aus dem Event? Ja klar, also wie gerade der, ja, wie gerade der Lars schon gesagt hat, der Wein passt perfekt zu einem Abendessen und kann man sehr gut bei einem Sonnenuntergang genießen und daraus kann man natürlich ein Event machen mit einer Weinwanderung, mit Sundowner und einem kleinen Picknick oder so jetzt hier eben im Ölberg, genau. Das klingt fantastisch. Wo muss ich mich anmelden? Wir verlinken das alles in der Videobeschreibung und dann kann man da immer nachschauen, wo denn eure Events sind. Genau. Das mache ich dann. Ja, Lars, jetzt sind wir in dem wunderschönen Weinkeller hier. Erzähl uns ein bisschen was. Das ist ja alles wunderschön alt. Also genau. Also wir befinden uns jetzt im sogenannten Klosterkeller der Genossenschaft. Die Fässer um uns herum sind gefüllt mit so Spezialitäten, sage ich mal gern. Das sind Weine oder Lage, Sorte und ertragsreduzierte Weine letztendlich, wo wir dann ein bisschen separat ausbauen. Einfach um die Charakteristik von jeder Parzelle oder von jedem Stück separat zu haben, später zu schauen, wie es sich entwickelt. Was sind das für Rebsorten? Das sind vorwiegend Spätburgunder, als Spätburgunder Rotwein Maische vergoren. Bei uns im Haus haben wir jetzt auch noch internationale Sorten wie der Merlot oder der Cabernet Sauvignon, welche wir auch gleich probieren werden zusammen. Das ist so ein wenig Spezialität von unserem Betrieb. Ja. Okay. Die letzten Jahre einfach auch von der Klimaerwärmung und vom Wetter und von diesen Böden, die wir bei uns im Betrieb haben, toller Wein geworden einfach. Die Traube war immer schön, der Wein natürlich auch. Da haben wir jetzt so ein Exemplar, darf ich euch gern auf ein Glas einladen. Sehr gern. Nur eine Frage, bevor du loslegst, an den Kellermeister. Wie ist denn das Thema Piwi, also pilzresistente Sorten? Wird es hier auch wahrgenommen oder ist das noch ein bisschen? Klar, also wir sind bei uns im Kaiserstuhl so naturverbunden, wie man es als Winzer von draußen kennt. Ja. Und das spielt bei uns auch eine Rolle. Wir haben auch verschiedene Sorten bereits im Anbau. Noch nicht als einzelne Füllung auf der Flasche, weil einfach diese Erfahrung noch nicht so da ist. Also wir sind noch nicht ganz zufrieden mit der Weine. Das wird die nächsten Jahre kommen, also da sind wir auf jeden Fall dabei. Und hoffe, dass wir da einen Teil beitragen können. Ich glaube, das Thema Nachhaltigkeit ist mehr so ein Thema von der Frau De Forest, wo wir nachher noch ansprechen. Okay, dann lassen wir den probieren. Sehr gern. Also im Wein, im Glas
haben wir jetzt Cabernet Sauvignon Maische vergoren, im Barrique gereift. Mhm. Barrique-Fässer sind Eichefässer, vorwiegend aus französischer Eiche bei uns im Haus, einfach weil die Erfahrung so sehr gut war, auch mit der Rebsorte, die internationale. Maische vergoren im Voraus, die Winzer sind, das sind sogenannte Selektionsanlager bei uns. Das fängt im Frühjahr an mit dem Anschnitt, also relativ niedrigere Ertrag Ende des Herbstes, was einfach auch dann diese Fülle im Wein bringt. Traube werden geteilt und so schauen wir, dass man von vornherein die Qualität, wie man sie später im Wein oder im Glas haben möchte, auch aus dem Rebberg zu uns hole. Hm. Kirschen, wow! Kirschen, genau. Boah, wieder so ein Wahnsinn, Fruchtcocktail. Ja. Mhm. Toll. Auch diese Würze, die man ein bisschen rausriecht, das kommt dann aus den Barrique-Fässern. Das passt einfach wunderbar zusammen, Cabernet Sauvignon. Der verträgt das auch. Der braucht ein bisschen die Zeit, also wir haben jetzt einen Maische vergorenen Wein, um die 20 Tage Maischegärzeit. Dann kommt er erstmal in Edelstahl, macht den biologischen Säureabbau und danach kommt er dann in die Barrique-Fässer, wo er dann bis zu 20 Monate reift. 20 Monate. Mhm. Prost. Zum Wohl. Zum Wohl. Das darf man nicht vergessen. Zum Wohl. Auch einer meiner Lieblinge zeigt einfach, dass wir im Kaiserstuhl auch nicht nur an den Spätburgunder gebunden sind, sondern auch mehr oder weniger so langsam das Klima und die Erfahrung habe, auch Rebsorte anzubauen, wie man sie bei uns lange Zeit nicht kannte. Ja, toll. Vanille, Wahnsinn, oder? Das ist unfassbar, wie so eine frische Vanilleschote. Ja, genau. Wie Kirschen in Vanille. Ja, da ist wirklich. Freut mich, wenn es euch schmeckt. Sehr. Ja, dann kann ich mich nur recht herzlich bei dir bedanken. Eileen, vor diesem wunderschönen Mönch. Und die Winzergenossenschaft, habe ich ja heute lernen dürfen, war 1930 das Gründungsjahr. Ja. Was würdest du jetzt aus dem Bereich Eventmanagement noch an unsere Zuschauer rüberbringen wollen? Ja, also wir sind ja jetzt hier im Klosterkeller und das, ja, wenn man jetzt hier drin steht, merkt man, dass hier eine ganz besondere Atmosphäre einfach auch herrscht. Ja. Und das bietet sich natürlich perfekt an für eine Weinprobe hier direkt mit den Barrique-Fässern überall. Also das kann man auf jeden Fall empfehlen, dass man hier eine Weinprobe hier im Klosterkeller macht. Genau. Prima. Hier haben wir alte Jahrgänge, Weine, die vor der Fusion entstanden sind, ausgebaut worden sind. Zum Beispiel 1995 einen Ruhländer, eine Bärenauslese. Im Prinzip sind es Weine für Kenner. Ne? Also wenn jemand wirklich was Spezielles sucht, dann kann man das durchaus hier finden. Es gibt hier im Dorf immer mal wieder Bewohner, die in den alten Weinkellern alte Flaschen finden. Und so findet dann doch mal das ein oder andere den Weg hierher. Aber es gibt tatsächlich auch bei uns im Keller ein Lager, ne, wo die alten Jahrgänge. Annika, du stehst jetzt ganz toll hinter dem Kirschmuseum. Also besser gesagt, vor dem Kirschmuseum. Willst du da noch zwei Worte dazu sagen? Naja, wie vorhin schon erzählt, ne, ist König Schaffhausen ja nicht nur für den Wein bekannt, sondern auch für die Kirschen. Die Menschen leben hier vom Weinanbau und vom Obstanbau und vor allem natürlich vom Kirschenanbau. Wenn man hier im Frühling bisschen Urlaub macht, dann hat man zum Beispiel die Chance, bei der Blütenwanderung mitzumachen. Die findet jetzt demnächst statt. Und da wandert man zwischen den Rebbergen, zwischen den ganzen Lagen entlang der schön blühenden Kirschbäume entlang. Und es ist wirklich traumhaft und kann dabei Weine kosten von der Winzergenossenschaft unter anderem. Vielen, vielen lieben Dank für die tolle Führung. Ich durfte hervorragende Weine kennenlernen. Ich habe ein Landschaftsbild kennengelernt, was wirklich klasse ist. Von einem Berg zum anderen, es war richtig, richtig gut. Ja. Wie gesagt, ich werde alles verlinken. Gibt es noch ein Schlusswort, wo du an die Zuschauer noch mitgeben möchtest? Ich
denke, wir sind als Winzergenossenschaft bereit für die neuen Weintrinker, ne? Die immer jünger werdenden Weintrinker. Und wir freuen uns darauf, ja, wenn der ein oder andere vielleicht doch den Weg mal hierher findet und uns kennenlernen möchte. Ne? Also wir freuen uns wirklich über Besuch. Unsere Winothek ist immer offen. Mhm. Und wir stehen mit Rat und Tat zur Seite. Ich werde speziell deine Nummer und auch die von der Kollegin aus dem Eventmanagement verlinken. Eileen, und dann gerne.